Liebe Bürgerinnen und Bürger, ein herzliches Grüß Gott vom geografischen Mittelpunkt Europas. Anlässlich des Europatags bin ich hier nach Gattheim, ein Gemeindeteil von Veitshöchheim, gekommen, weil hier ist der geografische Mittelpunkt Europas. In Bayern, in Unterfranken. Und jedes Jahr am 9. Mai erinnern wir uns gegenseitig daran, dass wir das Glück haben, in einem vereinten Europa leben zu dürfen. Heuer wollen wir auch den Startschuss geben für eine Initiative, nämlich für eine Konferenz zur Zukunft Europas. Was ist damit gemeint? Die Bürgerinnen und Bürger sollen aktiv mitmachen können und sagen können, was möchten sie an Europa verändert wissen, was ist gut, was soll aber vielleicht auch noch ein bisschen anders werden. Und dieser Aufruf unter dem Motto, verschafft ihr Gehör, wird 2 Jahre gehen. Und ich kann Sie nur ermutigen, machen Sie mit, gestalten Sie die Zukunft Europas mit. Auch ich möchte diesen Prozess aktiv begleiten und in Gattheim mit Bürgerinnen und Bürgern das Gespräch suchen, was Sie mit Europa verbinden und wohin sich Europa entwickeln soll. Vielen Dank. Ja, lieber Landrat, lieber Bürgermeister, ich spreche jetzt quasi mit den Herren des Mittelpunktes, des geografischen Mittelpunktes Europas und darf fragen, wie hat sich das verändert, seit es das hier in der Gemeinde Gattheim in Unterfranken im Landkreis Würzburg gibt? Also Veitshöchheim ist natürlich als eine der großen Gemeinden im Landkreis Würzburg schon immer im Fokus der Öffentlichkeit. Fasching in Franken, wer kennt es nicht, die Hochburg des fränkischen Faschings. Und da ist natürlich dieser Mittelpunkt Europas. Wir nehmen den gern, freuen uns drüber und man sieht, dass Veitshöchheim hier ein wunderschönes Fleckchen Erde geschaffen hat und jetzt mitten im Herzen von Europa. Und lieber Herr Bürgermeister, was hat sich verändert hier an der Gemeinde? Kommen mehr Besucher oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, mit Besuchern ist es im Moment natürlich etwas schwierig durch Corona. Seit wir ja Mittelpunkt sind, ist im Prinzip auch Corona aktiv. Aber was auf jeden Fall gewesen ist, der mediale Zuspruch ist also in den letzten Monaten, seit eigentlich mit dem der Beginn des Brexits gewesen ist, deutlich gestiegen. Die Weltpresse hat hier den Weg nach Gattheim zu diesem Mittelpunkt gefunden, kann man sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere hier vorbeikommt, sich hersetzt und dann auch diskutiert über die Zukunft Europas. Und da gibt es ja einiges an Themen. Ja, da gibt es einiges. Wenn ich an den Klimaschutz denke, wo wir wirklich europaweit zusammen endlich auch aktiv werden müssen. Also da gibt es reichlich Themen, die wir uns im europäischen Kontext hier an so einem Tisch auf die Fahne und in die Diskussionsrunde schreiben können. Also Sie merken, es gibt einiges zu diskutieren. Machen Sie mit. Hallo, grüß Gott, Frau Jeckel. Ich freue mich, mit Ihnen ins Gespräch kommen zu dürfen. Sie machen eine Ausbildung, richtig? Ja, als Zierpflanzenbaugärtnerin. Und so als junger Mensch, was haben Sie von Europa? Was gefällt Ihnen an Europa? Ich finde es super, weil man kann in viele unterschiedliche Länder reisen. Und in welches Land reisen Sie denn besonders gerne in Europa? Ich reise sehr gerne nach Spanien, denn dort kann man die Natur auch sehr super genießen. Und jetzt darf ich mit Frau Krieger sprechen. Sie studieren. Wenn Sie an Europa denken, was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? Ich fände es schön, wenn es noch mehr als Einheit wäre. Ich weiß, manche haben ein bisschen ein Problem damit, wenn man vom europäischen Staat spricht. Und ich glaube, das wäre auch noch ein bisschen zu weit gegriffen. In diesem Sinne ist es aber notwendig, eben auch innerhalb Europas zu diskutieren, wohin sich Europa entwickelt. Und deswegen freue ich mich, wenn wir über die Zukunft Europas weiter diskutieren. Ein herzliches Grüß Gott. Ich darf jetzt mit der Frau Herrmann sprechen. Und liebe Frau Herrmann, Sie stammen ja aus Irland, richtig? Ja, das stimmt, ja. Aus der Grafschaft Cavan an der Grenze zu Nordirland und wohne seit 30 Jahren hier in Deutschland, in Unterfranken. Und wenn Sie so einerseits an Brexit denken, aber auch an die Zukunft Europas, was wünschen Sie sich für Europa? Oder wie, Sie sind ja eine Europäerin, Sie leben ja Europa. Was fällt Ihnen dazu ein? Also auf jeden Fall müssen die Grenzen offen bleiben. Und Europa ist ein schönes Kontinent mit vielen Ländern und vielen Sprachen und viel Kultur. Und trotzdem müssen wir zusammenwachsen, auch mit Respekt voreinander. Und zusammenhalten,
Vielen herzlichen Dank. Sie haben es richtig angesprochen, Europa, offene Grenzen, aber auch was wir nach Corona lernen können für Europa, ist enorm wichtig. Vielen Dank als Europäerin hier in Unterfranken. Dankeschön. Ich stehe gerade am geografischen Mittelpunkt Europas, hier in Gattheim, Gemeindeteil vom unterfränkischen Veitshöchheim. Aber bei der Konferenz zur Zukunft Europas sind Sie im Mittelpunkt, liebe Bürgerinnen und Bürger. Nutzen Sie die Chance, machen Sie mit, bringen Sie Ihre Ideen und Vorstellungen zur Zukunft Europas mit ein. Denn wir wollen ein Europa für und mit den Bürgern. Und deswegen werde ich von diesem Mittelpunkt aus starten und in ganz Bayern mit den Bürgerinnen und Bürgern zur Zukunft Europas ins Gespräch kommen. Ich freue mich drauf.